So, da sind wir wieder. Ja, also ich habe jetzt mal in der Karte mal geguckt, also es müsste hier sein, zwischen 25 und 28, aber ich kann den irgendwie nicht abkippen. Das ist ja ganz merkwürdig. Aber wenn ihr ein Rad habt oder wisst, wie es geht, dann gibt mal einen Kommentar. Also ich bin hier wirklich überfragt. Oder muss ich den hier koppeln? Koppeln den mal ab. Nee. Das sieht auch nichts. Ich glaube, da steht auch nicht ganz drauf. Vielleicht müssen wir den auch erst wiegen. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt fangen wir hier nochmal richtig drauf. So. Koppeln den ab. So. Und passiert auch nichts. Muss ich den vielleicht per Hand? Irgendwie? Auch nicht. Tja, dann fahren wir erstmal wieder damit nach Hause. Ja, einsteigen, ja. Tja, dann fahren wir, würde ich erstmal sagen, nach Hause. So, angekoppelt. So. Tja. Brücke rüber. Wieder Retour. Oha. Ja, hier rechts. Und links. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Ich wollte jetzt ein bisschen Geld verdienen, ging nicht. Schon 9:30 in Deutschland jetzt. Na, wenigstens haben wir schon mal ein bisschen abgelenkt. So, da hinten ist unser Bauernhof sein. Wir müssen zu unseren Silos. Fahren wir hier lang. Und unseren schönen Briefkasten vorbei. Und Post drinne? Nee. Keine Post drinne. Bin ja auch erst neu. Weiß gar nicht, ob ich hier ein Gewerbe angemeldet habe. So. Da hinten ist mein. Sieht doch genau so aus, wie wir da eben auch hatten. Warum hat das nicht funktioniert? Gucken wir mal wieder kurz zum Abkippen. Merkwürdig, hier funktioniert das und da hinten sieht das genauso aus und da funktioniert es nicht. Merkwürdig. Tja. Na gut, dann fahren wir mal wieder zu unserem Mähdrescher. Dass hier nichts kaputt geht an den Traktoren. So, hier müssten wir rechts lang, ne? Nein, auch nicht. Aber jetzt bin ich hier nicht wieder. Machen wir hier nach links. Nicht so scharf. So, da hinten steht er. Stellen wir jetzt, würde ich sagen, gleich hier ab.
mal quer. Anmachen. So. Achso, jetzt rum müssen wir einfahren. So. Schön, alles mit. So sieht das doch schon viel besser aus, wenn wir so überlappt machen. Ja. Das funktioniert ja langsam schon. Das ist ja schön. Nicht zu schnell fahren. Oh, 13 km/h, das geht. 14 km/h auch. Tja. Oh, wieder zu schnell hier. Kinderst. Das ist ja cool. Wenn wir das abgeerntet haben, was muss man dann machen? Bestimmt pflügen. Muss man das auch düngen? Hm. Ich werde mal ausprobieren, was wir da genau alles machen müssen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ich hier alles noch so machen muss. Grubbern gibt es ja auch. Ne? Das ist ja. Aber so klein machen das Geflügte, soweit ich weiß. Aber wenn ihr da mehr Ahnung habt, dann bitte einmal in die Kommentare schreiben. Und ganz wichtig, mal bitte reinschreiben, wie das ist mit dem Korn. Dass wir das da irgendwie verkaufen können. Das wäre echt super. Dass wir das mal irgendwie hinkriegen würden. Ach, wieder zu schnell. Oh. Doppelpanne, ein wieder Reparaturservice benötigt dringend Fahrzeugersatzteile und sie sind die einzige Person in der Nähe, die aushelfen kann. Ich kenne mich noch gar nicht aus, ich will erstmal Geld verdienen. Hier. Was soll ich? Ich lerne das hier, ich bin hier erstes Lehrjahr und wenn wir schon gleich hier so viel auf einmal machen. Wolle. Sowas. Das ist viel zu viel auf einmal. Muss ich erstmal hier abernten. So, 73% gefüllt hier. Der Tank. Das sieht doch ganz nice aus hier. Kann nicht wieder zu schnell werden. 85% gefüllt. Ah, wieder zu schnell. Aber man sieht schön, dass der Mähdrescher, wenn ich lenke, dass sich die hinteren Reifen bewegen und nicht die vorderen. Das ist ja wie beim Gabelstapler, dass er hier schöne enge Kurven machen kann. So, gleich haben wir die 100%. So, jetzt werden wir... Ach, das hat er automatisch schon gemacht, das Schneidwerk hoch gemacht. So, dann werden wir jetzt nochmal... schnell ausladen. Leer ist es ja. Dann haben wir unser schönes Korn, Weizen. Also beides irgendwie. Und, oh. Und noch nicht nah genug dran. So. Da war's. So. Und jetzt geht er recht fix. Gleich leer hier. Unser Rohr wieder einfahren. Quietscht auch ganz schön. Hier mal Öl. So. Klar, das sieht doch ganz gut aus. Ja, schon einiges geschafft wieder heute. Es ist jetzt 10 nach 10. Und hat mich gefreut, dass ihr wieder mal dabei wart. Und ich sag mal so, bis zum nächsten Mal. Tschüss.